Willkommen zu einem neuen Gitarren-Tutorial. Es gibt eine neue Platte von Eric Clapton mit dem Titel The Lady in the Balcony, The Lockdown Sessions. Und wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, ist die Platte während des Lockdowns aufgenommen worden. Ist im Prinzip eine Live-Platte, nur ohne Publikum und knüpft so an die fast schon legendäre MTV Unplugged-Platte von Anfang der 90er Jahre an. Tolle Platte, tolle Besetzung, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Und es ist auch wieder eine Version von Tears in Heaven drauf. Und ich wollte eigentlich schon ganz lange ein Tutorial zu Tears in Heaven machen. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt der perfekte Anlass dazu. Wenn ihr diese neue Version mit der älteren Version, also mit der Originalversion und auch mit der von der MTV Unplugged Platte vergleicht, stellt ihr fest, sie sind nie genau gleich. Und das Tutorial, wie ich es euch heute zeigen will, ist eher so ein bisschen an die ältere Version angelegt, aber auch nicht so ganz original, sondern mein Ziel war eigentlich, hier eine Version zu basteln, die auch wunderbar auf eine Gitarre ohne Band hinten dran funktioniert. Wer gerne Noten dazu haben möchte, ich werde so bald wie möglich eine Version mit Tabulatur und normalen Noten auf meine Patreon-Seite hochladen. Und wer das Video mag, drückt den Abo-Knopf, betätigt die Glocke, lasst ein Like hier. Und wer Fragen oder Sonstiges hat, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Das Stück ist in A-Dur. Und bevor wir uns jetzt an das Stück selber machen, gucken wir uns erstmal das Begleitpattern an, was sich so mehr oder weniger mit ein paar Variationen durch das ganze Lied zieht. Und zwar, es ist ein Viervierteltakt und wir haben jetzt immer auf die Taktschläge, spielen wir die hohen Saiten. Am Anfang ist es immer die G- und die H-Seite, später kommt dann noch die hohe E-Seite dazu. Ja, das kommt auf die Taktschläge, hier jetzt mal ein Beispiel von einem A-Dur-Griff. Und auf die Unzählzeiten kommt der Basston. Ja, also das Pattern ist sozusagen 1 und 2 und 3 und 4 und. So ein bisschen andersrum, wie man es oft gewohnt ist. Oft hat man eben die Basstöne eher auf die Taktschläge und dann die Akkorde sozusagen auf die Unzählzeiten. Hier eben umgedreht, die hohen Töne sozusagen auf die Taktschläge und der Basston auf die Unzählzeiten. Lediglich, wenn jetzt der Basston sich auf den Taktschlag ändert, ein neuer Akkord kommt, also eine neue Harmonie kommt, dann wird auf den Taktschlag sozusagen der Basston auch nochmal mitgespielt. Dann haben wir 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist sozusagen das Grundpattern. Und ich finde es immer nicht so ganz verkehrt, sich das auch ein bisschen vertraut zu machen. Dann muss man das Stück nachher nicht ganz so stupide auswendig lernen, sondern hat so auch ein bisschen das System verstanden, was sich dahinter oder hinter der Begleitung verbirgt. Dann das Intro geht los mit einem Hammer-on. Von der leeren E-Seite auf den zweiten Bund von der E-Seite und das Ganze ist gefolgt von der A-Seite. 3 und 4 und 1. Danach kommt als Akkord eigentlich ein A-Dur-Griff. Den greifen wir jetzt aber praktischerweise nicht hier mit den drei Fingern, wie man es sonst meistens macht, sondern hier ist es eigentlich praktischer, ein Barré zu nehmen. Also es würde reichen, wenn ihr die G-Seite und die H-Seite im zweiten Bund mit dem Zeigefinger als Barré greift. Dann zupft man die G-Seite, dann zupft man die H-Seite und macht so ein Hammer-on-Pull-off, so einen kleinen Triller. Und dann geht es wieder zurück auf die G-Seite. Im Ganzen klingt es. Wer am Anfang da rhythmische Schwierigkeiten hat, diesen Triller unterzubekommen, kann ich so als Vorübung empfehlen, dass man erstmal nur dieses Zupfmuster spielt ohne den Triller, also sprich, also nur die G-Seite zupft, H-Seite zupft und wieder die G-Seite zupft und 1 und 2 und. Und dann kann man sich klar machen, dass wenn man das so gezupft hat, die Töne oder die gezupften Töne jetzt alles rhythmisch an den Stellen sitzen, wo sie nachher hin müssen. Und dann muss man sozusagen zwischenrein noch diesen Triller bekommen. Ja, also aufpassen dann, dass dieser letzte Ton nicht irgendwie nach hinten rutscht, weil man
noch mit dem Triller beschäftigt ist, sondern dass der wirklich zwischen den Tönen sitzt. Ein letztes Mal. Eins und zwei und. Das ist ja sozusagen diese Intro-Trillerstelle. Technisch eigentlich auch fast schon das Schwierigste. Also wenn ihr das bewerkstelligt habt, dann habt ihr schon viel geschafft. Danach geht es auf einen E-Dur-Griff oder E-Dur-Akkord mit einem Giss im Bass. Das ist hier der vierte Bund auf der tiefen E-Seite, der vierte Bund auf der G-Seite und der fünfte Bund auf der H-Seite. Ja, kann man hier mit ersten, zweiten, dritten Finger greifen. Ich glaube, Eric Clapton macht es mit einem Daumengriff. Wenn euch das mehr entgegenkommt, könnt ihr das auch machen. Das würde bedeuten, Daumen hier auf dem vierten Bund, eben tiefe E-Seite. Und dann könnt ihr hier oben im Prinzip wie ein normales D-Dur-Griffbild machen. Hohe E-Seite könnt ihr mitgreifen oder weglassen, weil wir werden sie nicht mitzupfen. Ja. Geht auch so. Ich nehme an der Stelle lieber hier die klassisch gegriffene Variante. Und dann geht es hier weiter eben mit dem Zupfpattern. Wer sich also nochmal erinnert hier, wenn man jetzt die Logik des Zupfpatterns nimmt, wir haben neun Basston, deswegen wird jetzt hier auf Schlag 3 mitgespielt, da sprich die zwei hohen Saiten, G und H-Seite und der Basston 3, 3 und kommt wieder der Basston und auf 4 wieder die hohen Töne. 3 und 4. Und dann geht es auf einen Fis-Moll-Akkord. Da kann man, wenn man jetzt so gegriffen hat, eigentlich einfach zwei Bünde tiefer rutschen und den Ringfinger eben noch drei Bünde tiefer. Also sind nachher alle am zweiten Bund. Zweiter Bund tiefe E-Seite, zweiter Bund G-Seite, zweiter Bund H-Seite. Und dieser Akkordwechsel, der ist vorgezogen, der kommt also schon auf die 4 und. 3 und 4 und. Ja? Im Zusammenhang mal mit dem Auftakt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann passiert auf Schlag 1 danach gar nichts. Wir bleiben auf dem Griff. Und dann geht es weiter mit und, 2 und. Ja, also die Unzählzeit, dann wieder der Basston. Die zwei, die hohen Saiten und auf und wieder der Basston. Nochmal von vorne. Dann auf Schlag 3 ändert sich lediglich der Basston. Zeigefinger geht weg, Mittel- und Ringfinger bleiben am zweiten Bund stehen. Neuer Basston, das heißt, auf den Taktschlag spiele ich den Bass wieder mit. 3 und 4 und. Ja, nochmal im Zusammenhang. Danach nehmen wir den Zeigefinger wieder auf den zweiten Bund dazu und der Ringfinger geht hoch zum dritten Bund. Ja, eins und zwei und. Ja, auf Schlag 1 kommt Basston wieder mit, weil neuer Basston. Eins und zwei und. Dann auf Schlag 3 nehmen wir den Basston weg, also den Zeigefinger weg, so muss ich sagen. Geht wieder auf die leere E-Seite als Basston. Drei. Und auf Schlag 4 ändert sich jetzt noch der zweite Bund von der G-Seite auf den ersten Bund von der G-Seite. 4 und. Ja, nur mal diesen kompletten Takt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann enden wir diesen ganzen Intro-Teil wieder auf dem A-Dur-Akkord, also wieder zweiter Bund hier. Barré machen oder man kann auch ein normales A-Dur greifen, wie einem das jetzt hier lieber ist. Ganzer Takt durch. Eins und zwei und drei und vier. Nur bis zu vier und auf die vier und kommt dann wieder diese Hammer-On-Stelle, genauso wie am Anfang des Intros. Nochmal dieses komplette Intro. Zwei, drei und vier. Und dann beginnt der Strophenteil. Und der Strophenteil ist jetzt netterweise über weite Strecken dasselbe wie das Intro. Also es geht genau gleich los.
jetzt kommt erst was anderes. Also bis dorthin ist es genau dasselbe wie der Intro-Teil. Und jetzt nach diesem Akkord hier, was ein D über Fis ist, 1 und 2 und, wechseln wir wieder auf die E-Seite als Basston, also auf die leere E-Seite, und ziehen den Ringfinger hier runter. Also Mittelfinger bleibt im zweiten Bund G-Seite stehen und der Ringfinger rutscht runter, auch zweiter Bund, aber H-Seite. Und die zweite Takthälfte sozusagen, dieser Griff ist ein A-Dur mit einem E im Bass. 3 und 4 und. Und auf Schlag 4 kann man noch eine kleine Variante einbauen, und zwar 3 und 4, dass man da die hohe E-Seite noch mitzupft, also jetzt eben nicht nur G- und H-Seite, sondern G, H- und E-Seite an der Stelle. Dann nimmt man noch so ein bisschen Melodiebewegung mit, was ganz hübsch klingt. Na, mit dieser ganze Takt, wo sich's ändert, also beginnt hier bei dem D über Fis. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann kommt ein hübscher Aufgang. Und zwar, der startet, wir haben nur den ersten Bund von der G-Seite gegriffen und die leere H-Seite dazu. Basston bleibt auf der tiefen E-Seite. 1 und 2 und. Dann auf Schlag 3 rutschen wir mit dem Zeigefinger einen Bund hoch und nehmen den Mittelfinger am zweiten Bund H-Seite dazu. 3 und. Und auf Schlag 4 jetzt mit dem Mittelfinger zum dritten Bund hochrutschen und den Ringfinger am vierten Bund von der G-Seite dazu nehmen. Und dann geht es wieder auf die tiefe E-Seite, beziehungsweise kommt dann schon wieder der Hammer-On, weil sich das Ganze dann wiederholt. Also nur nochmal dieser Aufgang. 1 und 2 und 3 und 4. Und dann sind wir wieder am Anfang dieses ganzen Teils. Ja, einmal noch dieser komplette Teil vorgespielt, beginnend mit dem Hammer-On. Und dann wiederholt sich diese ganze Passage eigentlich komplett durch, wieder bis zu diesem Aufgang. Diesmal kommt am Ende bloß kein Hammer-On mehr, sondern bloß noch die leere E-Seite. Ja, einmal zur Sicherheit nochmal der komplette Strophenteil, also mit der Wiederholung gespielt. Dann beginnt der Refrain-Teil. Refrain-Teil bleibt man im Prinzip bei diesem selben Picking-Pattern, was wir gerade auch hatten. Jetzt nehmen wir bloß den Ringfinger immer noch dazu. Das heißt, wir zupfen G-Seite, H-Seite und die hohe E-Seite. Ich spiele einmal den Refrain-Teil vor. Hier starten wir eigentlich mit einem Fis-Moll-Akkord. Man kann den komplett ausgreifen hier, Fis-Moll-Barré, zweiter Bund. Da wir aber die A- und die D-Seite nicht mitzupfen, kann man sich hier den dritten und vierten Finger auch sparen. Also es reicht sozusagen, wenn er hier in Barré am zweiten Bund macht. Und genau, Basston ist die tiefe E-Seite des Fis und wir zupfen die drei hohen Seiten dazu. Auf 1 kommt der Basston dazu, weil neuer Basston. 1 und 2 und 3 und 4 und. Der nächste Griff ist ein Des-Dur mit einem F im Bass. Da finde ich die leichteste Art, den zu greifen, greift hier wie ein D-Dur, bloß ein Bund tiefer. Und nimmt mit dem Daumen das F im Bass hier dazu. Ja, ist auch, glaube ich, die Art, wie Eric Clapton den Akkord selber spielt.
Wer mit diesen Daumengriffen Schwierigkeiten hat, kann aber auch einfach den Barré-Finger eins tiefer rutschen und dann hier den zweiten oder auch den dritten Finger am zweiten Bund auf der H-Seite dazu nehmen. Ich mache es jetzt mal mit diesem Daumengriff und dann eben selbes Picking-Pattern. 1 und 2 und 3 und 4 und. Danach geht es auf einen A7-Griff mit einem E im Bass. Hier lasse den dritten Finger am zweiten Bund H-Seite. Wenn er davor nicht den dritten Finger genommen hat, dann guckt, dass er jetzt den dritten Finger dorthin packt. Und greift auch gleich mal mit dem zweiten Finger die D-Seite am zweiten Bund dazu. Die zupfen jetzt zwar erst noch nicht mit, aber wenn man das hier schon macht, dann ist der Wechsel zum nächsten Akkord ein bisschen leichter. Und jetzt hier auf diesem Griff auch erstmal nochmal dasselbe Picking-Pattern. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, diese drei Takte mal am Stück. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt kommt ein Fis7-Akkord eigentlich. Und die praktischste Art, den jetzt zu greifen, ist, man lässt diese beiden Finger stehen, packt den Zeigefinger an den zweiten Bund von der tiefen E-Seite und den kleinen Finger an den dritten Bund von der G-Seite. Und bei der rechten Hand nehmen wir jetzt Zeige, Mittel, Ringfinger und versetzen die um eine Seite runter. Also Zeigefinger macht jetzt die D-Seite, Mittelfinger die G-Seite und der Ringfinger die H-Seite. Ja, und dann wieder selbes Picking-Pattern. 1 und 2 und. Auf Schlag 3 rutscht man den kleinen Finger ein Bund höher. Das ist ein bisschen eine Stretching-Übung, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann haben wir ein Fis7 Sus4. 1 und 2 und 3 und. Und auf Schlag 4 den kleinen Finger wieder zurücknehmen und den Zeigefinger packt rüber hier auf den ersten Bund A-Seite. Und dann zupfen wir auf Schlag 4 die mittleren vier Seiten gleichzeitig. Ja, also dieser ganze Takt ist dann 1 und 2 und 3 und 4 und. Danach kommt ein H-Moll-7-Griff. Das ist eigentlich dieser Barré-Griff hier, also Barré zweiter Bund und Mittelfinger dritter Bund auf der H-Seite und Ringfinger vierter Bund auf der D-Seite. Da wir die D-Seite aber an der Stelle wieder nicht mitspielen, können wir uns das beim Greifen auch sparen. Ja? Und wir zupfen jetzt auch nicht mehr mit dem Ringfinger mit, sondern bloß wieder nur den Daumen, diesmal auf der A-Seite und Zeigefinger G-Seite, Mittelfinger H-Seite wieder. Dann wäre das der Griff. Wer keine Barré-Akkorde leiden kann und immer versucht, die zu vermeiden, wenn es geht, man könnte den auch so greifen, sprich Zeigefinger, zweiter Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite und Ringfinger, zweiter Bund H-Seite. Ja. Ich mache trotzdem diese Variante mit dem Barré. 1 und 2 und 3 und 4. Bis hierhin ist es das normale Pattern. Und jetzt auf die 4 und wechselt nur der Basston aufs tiefe E runter. Ja, also aufpassen, wenn er den Barré-Finger hier drauf macht, dass er nicht versehentlich die E-Seite blockiert oder gar mit unter den Barré-Finger drunter macht. Die tiefe E-Seite muss frei bleiben, weil wir den Griff hier sozusagen stehen lassen und bloß nachher den Basston wechseln. 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann auf die nächste 1 passiert nichts und dann spielen wir die hohen Seiten. Und 2 und 3. Also zweimal dann die hohen und 2. Nochmal der Bass und dann nochmal die hohen. Ja, diese zwei Takte mal am Stück. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und dann kommt wieder dieser Hammer-On vom Anfang, weil dann sind wir im Zwischenspielteil, Interlude, was genau dasselbe ist wie das Intro des ganzen Stückes. Mal nochmal diese komplette Refrain einmal durchgespielt. Also geht auf diesem Fis-Moll-Barré los. Bis, ja. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3.
sind wir im Zwischenspiel. Wie gesagt, Zwischenspiel genau gleich wie das Intro, dann kommt die nächste Strophe, die ist auch genau gleich wie die erste Strophe, dann kommt noch mal ein Refrain-Teil, der ist auch gleich wie der Refrain, den ich euch gerade gezeigt habe. Und nach dem zweiten Refrain kommt wieder ein Zwischenspiel, was wieder gleich ist wie das Intro, bis ganz zum Schluss eigentlich, wenn wir mit dem Zwischenspiel am Ende sind. Normalerweise dann immer wieder diesen Hammer-On auf den zweiten Bund E-Seite, wo dann der nächste Strophenteil beginnt. Und jetzt geht aber der Bridge-Teil los und sozusagen der einzige Unterschied bei diesem Zwischenspiel, bevor diese Bridge jetzt kommt, ist der Hammer-On. Jetzt kommt kein Hammer-On auf den zweiten Bund tiefe E-Seite, sondern ein Hammer-On auf den zweiten Bund A-Seite. Und dann nehmt am besten den zweiten Finger, weil wir dann auf so einen C-Dur-Akkord landen wollen. Also wir starten die 4 und wieder mit dem Hammer-On, leere A-Seite, Hammer-On, zweiter Bund und 1. Ich spiele einmal kurz diesen Bridge-Teil vor. Und zwar, wir haben diesen Hammer-On und landen dann quasi auf einem C-Dur-Griff. Den Mittelfinger könnt ihr hier mitgreifen, müsst ihr zwingen, weil wir die Seite nicht zupfen. Ja, und dann zupfen wir die A-Seite, dann die G-Seite, H-Seite und wieder zurück auf die G-Seite. Danach geht es auf einen G-Dur-Griff mit H im Bass. Da habt ihr den zweiten Bund auf der A-Seite und den dritten Bund, zweiter Bund A-Seite und dritter Bund auf der H-Seite. Wieder Basston, G-Seite und dann die H-Seite zupfen. Und jetzt auf die 4 und wechseln wir auf den A-Moll-Akkord, erster Bund H-Seite, zweiter Bund D-Seite und zweiter Bund G-Seite. 3 und 4 und 1. Auf Schlag 1 passiert nichts. Auf 1 und zupfen nochmal die H-Seite, auf 2 die G-Seite und auf 2 und dann nochmal den Basston, die A-Seite. Und jetzt lasst ihr den Ringfinger hier an dem dritten Bund stehen, nehmt den Mittelfinger runter zum zweiten Bund, tiefe E-Seite und der kleine Finger kommt auf den dritten Bund H-Seite, im Prinzip wieder ein D-Akkord mit einem Fis im Bass. Und wir zupfen erst alle drei gegriffenen Töne, also die E-Seite, die G-Seite und die H-Seite. Dann nochmal die G-Seite, nochmal die H-Seite und dann nochmal den Basston. 3 und 4 und. Ja, das ganze Interlude oder die ganze Bridge ist es ja bis dorthin mal. Und dann lassen wir den kleinen Finger stehen auf dem dritten Bund H-Seite, packen den Ringfinger auf den dritten Bund tiefe E-Seite. Und jetzt spielen wir wieder unser quasi Basis-Pattern hier. Also auf 1 den Daumen mitnehmen, 1 und dann wieder die hohen 2 und. Nach der ersten Takthälfte geht es wieder auf diesen D über Fis-Griff. Hier ist dann praktisch den kleinen Finger liegen zu lassen. Dann zweiter Bund tiefe E-Seite dazu und zweiter Bund G-Seite dazu. Ein ganzer Takt, 1 und 2. Dann geht es auf die kompletten Leerseiten, das ist eigentlich ein E-Moll, aber müssen wir jetzt nichts greifen. 1 und auf Schlag 2 packen wir aber den kleinen Finger wieder an den dritten Bund von der H-Seite. 1 und 2
und jetzt gehen wir den Weg, den wir gerade runtergegangen sind, zurück, sprich es geht wieder auf diesen D über Fis für einen Anschlag und dann wieder auf den G-Dur-Griff für einen Anschlag. Ja, diese ganze Stelle nochmal, also diese zwei Takte, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann wiederholen wir das Ganze eigentlich wieder, dieser C-Dur-Griff. G über H, vorgezogenes A-Moll, wieder dieser D über Fis. Und jetzt geht es auch wieder auf den G. Und 2 und 3 und 4 und erst jetzt spielen wir was anderes. Jetzt kommt wieder dieser Aufgang. Den ihr ja schon von dem anderen Teil kennt. Ja, also ihr erster Bund G-Seite, hochrutschen, zweiter Bund G-Seite, Mittelfinger dazu. Und dann dritter Bund H-Seite, vierter Bund G-Seite dazu. Und dann beginnt ein kleiner Instrumentalteil, der ist von der Sache her aber dasselbe wie die Strophenbegleitung, mehr oder weniger mit ein bisschen Gitarrenfill-Ins drüber, aber erst wenn wir jetzt eine Version für eine Gitarre machen, dann eben sprich den Strophenteil nochmal spielen. Dann kommt nochmal ein Refrainteil hinten dran, dann kommt wieder der Zwischenspiel, der Interlude-Teil, also sprich selber Teil wie am Anfang des Stückes. Dann kommt noch eine Strophe, genau gleich gespielt. Noch ein Refrainteil, genau gleich gespielt. Und dann sind wir im Outro des Stückes und das komplette Outro erst einmal vorgespielt. Outro ist im Prinzip so eine Mischung aus dem Refrain-Teil und dem Interlude oder Intro-Teil. Geht los, wie das Intro oder das Interlude losgeht. Bis hierhin ist es wie das Intro. Und dann kommen quasi eingebaut die letzten zwei Takte des Refrain-Teils. Das ist das, was mit dem H-Moll beginnt oder H-Moll 7 beginnt. Und daran schließt sich nochmal kompletter Intro-Teil ran. Und am Ende kann man so ein bisschen Ritardando machen, also sprich langsamer werden. Und Schlussakkord ist dann einfach ein A-Dur. Das war meine Gitarrenbegleitung für Tears in Heaven, so gespielt, dass es auch mit einer Gitarre gut funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like hier, drückt den Abo-Knopf, schreibt mir was in die Kommentare. Wer noch ein paar mehr Videos haben möchte, es gibt noch einen englischsprachigen Kanal von mir. Den Link findet ihr auch unten. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken, da gibt es noch sehr viel mehr Tutorials zu entdecken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.